Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu Mein Weg. Heute geht es um den Lebensweg von einem Mann, der gefühlt jedes Medienhaus schon mal von innen gesehen hat, aber nicht nur Moderator und Redakteur ist, sondern so vieles mehr: Sommelier, Ski- und Snowboard-Trainer und. Aber ich würde sagen, dazu später mehr. Guido Heuber. Servus, Guido. Schön, dabei zu sein. Bin gespannt. Du bist in Ulm geboren, aber aufgewachsen ganz woanders. Ich bin mit 3 Jahren dann nach Taufkirchen gekommen, das ist ein Vorort von München, und habe dort eigentlich meine gesamte Jugend, Kindheit, alles verbracht bis 18, 19, dann 7 Jahre über Berlin ins Ausland und gerne wieder nach München zurückgekommen, weil ist meine Heimat. Münchner Umland heißt schön auf dem Land mit Kuh und Co. Damals tatsächlich ja, jetzt ist ja mittlerweile viel gebaut worden, aber wir hatten die Felder direkt vor der Tür, waren also sowohl im Feld als auch im Wald unterwegs. Das heißt, ich kann eine Kuh leer machen, ich kann auch Hühner jagen und im Wald habe ich auch tatsächlich noch echte Rehe gesehen. Das war meine Kindheit. Wie warst du denn als Kind? War wunderbar, glückliche Familienzeit. Meine Eltern, mein Bruder sind ja beide noch Gott sei Dank am Leben. Mein Bruder auch noch sehr, sehr eng mit mir verbandelt. Wir haben immer eine gute Zeit gehabt. Und ja, dadurch, dass man eben sehr viel an der Natur draußen war, sehr viel draußen auch leben konnte, war es ja sorgenfrei. Sorgenfreie Kindheit und Jugend. Die viele Natur draußen, diese weiten Felder und sowas, ist das vielleicht der Ursprung dessen, dass du so gern Sport machst? Sicherlich. Das war eigentlich immer das Thema. Ich wollte raus. Ich versuche jetzt immer noch so viel wie möglich draußen zu sein, in die Berge zu gehen. Ein Leben findet bei mir niemals auf dem Bildschirm statt, sondern findet wirklich in der Natur statt. Und ja, das ist geblieben. Auch wenn man dich eher vom Bildschirm kennt. So ist es, ja. Wie warst du denn in der Schule zum Beispiel? Also waren es da schon immer die Referate, also dieses Vortragen? Es war tatsächlich so, dass ich in der Schule nicht der Beste war. Ja, ich war auch nicht sehr viel da, weil ich war sehr oft beim Skifahren, wie dann gerade dann Nationalkader auch noch dazu kam. Und ich musste mich über Referate retten. Ja, noch dazu kamen dann in meinem Sportabitur Verletzungen dazu. Das heißt, ich habe das gesamte Sportabitur mündlich gemacht. Das waren, glaube ich, über 21 Mal ins Kolloquium und Referate ohne Ende. Und das hat mich schon geprägt. Also das war mal sozusagen die erste Schulung in Richtung Moderator. Du wolltest aber ursprünglich Richtung Skifahren dann weitergehen. Wie war denn das mit deiner Verletzung oder auch zur Abi-Zeit dann? Klar, viele Referate, viele Kolloquien, aber hat sich diese Verletzung arg zurückgeworfen? Ja, vor allem vom Kopf her, weil wenn du ein Ziel hast, und das Ziel war für mich Olympia in Albertville, und ich hatte die Selektion von Olympiakader geschafft und 4 Tage später kam die Knieverletzung. Und zwar so übel, dass ich wusste, das wird schwer, das nochmal hinzukriegen. Ich habe es nochmal probiert und ein Jahr später eigentlich noch eins draufgesetzt, also das Knie auch noch dazu gebrochen, dasselbe. Und 2 Mal hintereinander und dann war klar, das wird nichts mehr. Und das war nicht nur Plan A, sondern das war der Plan. Ich wollte nichts anderes als dahin. Und dann war ich, ja, was machst du jetzt erstmal? Ja? Wo geht's hin? Man fällt dann schon ziemlich in ein Loch hinein. Und der Weg zum Sportjournalismus war dann naheliegend. Aber er kam in dem Fall gar nicht mal direkt von mir, sondern auch von meinen Eltern, von Freunden, die gesagt haben, Mensch, du hast es doch dauernd gemacht. Ja? Dann geh doch auf die andere Seite und erzähl zumindest davon. Das war dann der Weg in Journalismus. Also eine krasse Parallele auch zu eben dieser Abi-Zeit, wo es nicht der Sport wurde, sondern eher das über den Sport erzählen, oder? Also im Endeffekt Abi-Zeit gleich Lebenszeit. Abi-Zeit gleich Lebenszeit und rückwirkend oder rückblickend muss ich auch sagen, man muss, ist auch so mein Lebensmotto, selbst über sehr negative Momente irgendwie auch in einer Form dankbar sein, weil sonst wäre ich nicht die Person, die letztendlich hier sitzt. Das klingt jetzt wahnsinnig esoterisch, aber alles prägt einen ja irgendwie. Und ich möchte auch nicht irgendwie das Rad zurückdrehen und sagen, jetzt möchte ich noch Albertville fahren. Im Nachhinein war es wahrscheinlich ganz gut, weil wahrscheinlich wäre ich eventuell gestürzt und hätte mich mein Leben lang geärgert oder irgendwas. Ist alles so gelaufen und was zählt, ist ja der Moment jetzt. Ich bin jetzt happy und damit gehört die ganze Vergangenheit dazu. Aber wie hast du dich damals
aus diesem Loch wieder hochkämpfen können, weil ich meine, nur darüber berichten, dass ja trotzdem immer diejenigen gesehen, die es ja aktiv machen. Es war tatsächlich, erstmal war ein Abstand nehmen. Ja? Erstmal war dann auch sehr viel wieder Sport machen müssen, um überhaupt wieder fit zu werden, um ja körperlich das Ganze wieder hinkriegen, weil die Ansage war tatsächlich nie mehr Sport. Die Knieverletzung war sehr böse. Und das hat aber dann Gott sei Dank geklappt. Dann der zweite Schritt war Trainer. Ja? Ich war 3 Jahre lang Trainer, bis hin auch zum Jugendnationalmannschaft. Das war aber nichts für mich, weil da hatte ich dann wirklich die Situation, dass ich sage, ey, gib mir Ski, ich zeig's euch, wie es geht. Ja, und dann wusste ich, da bin ich zu rastlos. Und parallel kam aber dann wirklich ein Angebot und die ersten Sportsendungen, damals als Experte. Ja, und damals hat man so angefangen, einen Experten in der Sendung mit dabei zu haben. Und dann habe ich gesehen, das macht mir eigentlich Spaß, ja, weil endlich von einem Aktiven das erzählt bekommen, ist eine andere Glaubhaftigkeit. Und das war damals gerade so Mitte der 90er Jahre der Trend, da kam das, davor hat es das nicht gegeben. Da hat es einen Kommentator gegeben und der hatte einfach recht, fertig. Ja, und dann saß du als Aktiver draußen und hast gesagt, der Typ hat jetzt gerade 1 Stunde Blödsinn erzählt, das stimmt alles nicht, lasst mich doch mal was sagen. Und dann kam die Idee, eben dann Experten zu nehmen. Ich war einer der ersten Experten und ja, da habe ich mich sehr wohl gefühlt, bis heute. Ja. Wie bist du denn aber ursprünglich in der Medienbranche losgegangen? Losgegangen ist es ganz ehrlich mit Thomas Gottschalk. Thomas Gottschalk hatte die B3 Radioshow, ja, und dort gab es um 1:15 die Bauernregel. Und wer die nicht gehabt hat am nächsten Tag, der war nicht dabei. Also das war der Running Gag und da musstest du heim von der Schule, zack. Und dann hing alles am Radio und hat dann ihm eben bei seiner Radioshow zugehört. Und ich dachte mir, das ist cool, sowas will ich irgendwann machen. Deswegen ging auch der Weg zuerst zum Radio tatsächlich. Ja. Und mein erster Programmchef war dann tatsächlich auch Gottschalk. Und ich bin dann sehr, sehr lange beim Radio geblieben, bis 2000, also 10 Jahre Radio gemacht. Viele Radiosender auf den Weg gebracht, Gong sicherlich maßgeblich geprägt. KISS FM in Berlin war mein Sender, den habe ich gegründet, den habe ich aufgestellt. Mittlerweile, wenn ich da reingehe, kennt mich kein Mensch mehr, ja, aber es war zumindest mein Ding. Und ja, das war der Weg und dann ging es eben von dieser Radiozeit weiter in Richtung Fernsehen. Aber wie konntest du so ein Senkrechtstarter sein? Was hat dich da so ausgezeichnet? Ich bin einfach nicht weggegangen. Ich bin da reinmarschiert, ich weiß noch bei Gong, ich bin da reinmarschiert und gesagt, so, ich will ein Praktikum haben und ich koche jetzt so lange Kaffee, bis ihr mir ein Praktikum gibt. Ja? Und die haben mich dann auch wirklich, ich muss mal schauen, wie lange er durchhält. Ja? Hab dann da wirklich auch Kaffee gekocht und dann hatte ich da einen CVD, Chef vom Dienst, der mochte mich und der hat mich da ein bisschen in die Spur gesetzt. Und so kam es dann zu meinem ersten Volontariat. Und dann irgendwann eigener Radiosender gegründet mit KISS FM. Innerhalb von wenigen Jahren, wie kamst du darauf, dass du erstmal einen Radiosender gründest? Das Handwerk war gelernt und letztendlich die Arbeit an sich war jetzt nicht so ganz mein Sender. Ich war schon immer sehr auf elektronischer Musik und da muss es doch mal was anderes geben. Ja? Jetzt machen wir das mal sehr jugendlich. Es gibt ausschließlich du, es coole Moderatoren, auch mal mit Slang, gerade in Berlin. Und das war so die Idee, mal so ein richtiges Jugendradio dahin zu stellen und so das zu bringen, was man da draußen als Jugendlicher hören will. Und nicht so das konservative, über einem schwappende Landesmedienzentralen, die da alles bewirkt haben. Und das war die Grundidee, einfach mal die Piraten in der Luft zu sein. Vom Radio zum Fernsehen. Wie kamst du darauf, dass du zum Fernsehen möchtest? Kam es tatsächlich durch dieses Expertendasein? Es war, eigentlich war ich immer Radio. Radio ist Kino im Kopf und mit Worten Bilder zu malen, das war schon immer mein Ding und auch mein Traum, sowas zu machen. Und es kam eben dann über diese parallele Tätigkeit als aktiver Skirennläufer, ja, dass ich dann irgendwann auch mal bei einem Sportsender mich gemeldet habe und dann haben wir gesagt, ehrlich gesagt,
Das war relativ viel Blödsinn, was da gerade gesagt wurde. Ich komme mal das nächste Mal rüber und sag dir mal die Basics da dazu. Und das war damals tatsächlich auch ein Chef vom Dienst, den ich da erwischt hatte. Und der sagte dann, ja, dann komm mal rüber. Ja, reden kannst du, ja. Und dann kamen die ersten Sendungen, die, wenn ich mir jetzt anhöre, die waren furchtbar. Also das ist wie, wenn man Anrufbeantworter hört und nicht in den Medien arbeitet. Das war was, boah. Also stimmlich alles katastrophal damals noch. Aber es war der Einstieg. Und letztendlich ist ein Sportkommentar ja nicht sehr weit weg vom Radio. Das heißt, es ist ja nicht im Bild arbeiten, sondern es ist sehr viel mit Worten kreieren, ja, und möglichst nicht über das reden, was sowieso jeder sieht, ja, sondern irgendwas zusätzliche Informationen bringen. Und somit habe ich also den Traum vom Radio im Fernsehen fortgesetzt. Und da hat dir aber sicherlich auch dein Sportler-Dasein geholfen. Zumindest an Disziplin, ja. Und als Sprungbrett aber auch, oder? Also als Sprungbrett sicherlich auch, ja, natürlich, weil du ja definitiv Ahnung hattest, ja. Und dann, ja, kam eins zum anderen und es hat mir immer Spaß gemacht. Es ging aber, es war nicht nur Sport, es war teilweise auch wirklich ganz normale Redaktionen, wobei mir der Nachrichtenteil nicht ganz so gefallen hat, aber er war auch wichtig, mal in den Nachrichten zu arbeiten. Und dann kam dann irgendwann die Live-Lizenz. Das ist ja auch so ein Thema, gerade bei den Großen. Weil was live ist, ist draußen. Ja, also da ist schon ein gewisses Vertrauen bei Sendern da. Und die kriegt auch nicht jeder. Und als die mal da war, dann ging es dann eigentlich schnell. Weil es ist, ja, spezialisieren, ja, kein Fußball machen. Also Tipp an alle, ja, wenn ihr Erfolg als Sportmoderator haben wollt, kein Fußball. Weil da gibt's wie Sand am Meer. Und auch sicherlich bessere, wie die meisten. Und sucht euch eine Nische und werdet da gut. Zum Beispiel Ski. Zum Beispiel Ski. Wie lief das dann in der Folge bei dir ab? Du hast ja dann, also bis jetzt warst du bei RTL, bei RTL 2, bei ProSieben, Sat.1, TV München, Servus TV, Red Bull TV, ich lese jetzt gerade nur ab. Und auch deinen Radiosendern. Kamen dann da tatsächlich die Anrufe rein oder hast du dich jedes Mal bewerben müssen? Bewerben ist relativ. Es war eher ein Fingerheben. Ja, man hat gemerkt, okay, jetzt wandern die Rechte von dem Sender zu dem Sender oder der Sender wird im nächsten Jahr das und das übertragen. Und dann rufst du halt da mal an und sagst, also ich wäre da, ja, ich würde das gerne machen. Und natürlich kennen die einen dann schon. Ich meine, ich habe jetzt bis dato 6.000 Live-Sendungen gemacht. Und wer sich jetzt mit Sport in einer Redaktion beschäftigt, der wird irgendwie zumindest mal über meinen Namen gestolpert sein. Und wenn ich dann anrufe, dann, klar, wissen die auch nicht alles. Dann schauen die nach, was hat der alles gemacht? Wie ist der aufgestellt? Welche Erfahrungen hat der? Man gibt dann auch seinen Lebenslauf ab. Ja? Und viel wichtiger ist aber dann letztendlich das Bewerbungsgespräch. Ja? Es ist dann ein Meeting und meistens ein Essen und da tauscht man sich aus. Passt es? Was stellen die sich vor? Kann ich das auch? Bin da sehr ehrlich. Sagt, nee, das ist nicht mein Ding, mache ich nicht. Und genauso, wenn ich sage, das ist voll mein Ding, dann mache ich das auch sehr glaubhaft, dass ich ziemlich sicher nach meiner Meinung derjenige bin, der es am besten macht. Heißt, Tipp an junge Menschen, die Ähnliches leisten wollen wie du, einfach Finger heben und sich präsentieren. Und sich bewusst sein, ihr habt eine Chance. Ja, eine einzige Chance ist es in den Medien und für die müsst ihr bereit sein. Es ist immer mal die Situation, bei mir war es tatsächlich so, dass der Hauptmoderator krank wurde und dann hieß es, okay, alles klar, Guido, wir tauschen, du machst Moderator, wir suchen einen Experten schnell. Und dann musst du am Start stehen. Dann musst du das im Kopf durchgespielt haben, das ist deine Chance. Ich kenne viele auch, die jetzt teilweise aus den Online-Redaktionen gesagt haben, ich wäre so gern mal Kommentator, dann war die Situation, also so, du wolltest es schon immer, jetzt runter, jetzt, wir haben ein Problem, du übernimmst. Wenn der gesagt hat, nein, ich hatte den Fall auch schon, zwei, dreimal, die gesagt haben, ich bin überhaupt nicht vorbereitet, und das war's, der kriegt keine zweite Chance. Es gibt genug andere, die den Job wollen. Das heißt, vorbereitet sein, auf seine Chance warten und dann sofort mit Freude runtergehen und sagen, das nicht irgendwie, hoffentlich kriege ich das hin. Das ist doch das, was ich genau wollte. Endlich ist es. Jetzt zeige ich es allen. Und dann hat man eine Chance. Wie war das bei dir? Ich meine,
Jetzt allein 1994, habe ich mir aufgeschrieben, warst du Redakteur von Radio 100,6, Berlin-Korrespondent für den deutschen Radiopool, Kommentator oder Redakteur für Eurosport und Sat.1 genauso. Hattest du überhaupt noch Zeit für Freunde und Familie? Ich hatte tatsächlich einen Freund, ja, das war mein bester Freund, ist immer noch mein bester Freund, ist mittlerweile auch Taufpate von meinem Sohn. Und mit dem habe ich das da relativ durchgezogen. Familie war in dem Fall A, für mich kein Thema und B, nachdem ich in Berlin war, war München so weit weg. Es kam tatsächlich noch Kiss FM dazu, zu der Liste, die du hattest. Und das hieß wirklich, also ich habe angefangen, ich bin um 3 aufgestanden. Um 4 war die erste Redaktionskonferenz, um 5 ging die Morgensendung los und bis 10 Uhr Sendung, dann irgendwie Mittagessen. Dann ging es weiter Richtung KISS FM, dort das alles aufbauen und dort bis 10 Uhr abends. Und dann habe ich mich wieder hingelegt und habe dann 6 Stunden geschlafen und bin dann von dort wieder zum anderen Sender. Das Ganze 4 Jahre durch. Ich hatte überhaupt keinen Urlaub, weil ich mir gesagt habe, hey, das ist deine Chance. Mir hat Spaß gemacht und hast halt Urlaub, kannst du wann anders machen. Und Gott sei Dank hatte ich recht, hatte gerade Urlaub. Ja, heißt... auch da mal durchziehen, selbst wenn es mal ungemütlich werden kann mit zu wenig Schlaf. Ja, natürlich. Also muss gehen. Also und wie gesagt, das ist die Chance, wenn du die Chance hast. Ich wusste, ich kann mir jetzt meinen Namen machen. Ich kann jetzt durch den Sender, den ich damals da aufgebaut habe, wieder zurück nach München, dort eventuell dort auch Redaktionsleiter werden, was dann ja auch passiert ist. Und die Chance musst du nutzen. Und natürlich haben meine Eltern gesagt, hey, wir sehen dich gar nicht mehr, du arbeitest nur noch. Und er sagt, ja, es wird auch irgendwann wieder anders werden. Hat dich also nicht runtergezogen? Nö, das war saulustig eigentlich mit denen. Mit der Truppe, die man da hatte, man war ja eh Tag und Nacht dauernd zusammen. Und wenn man sich da gut versteht, dann geht es. Du bist ja jetzt nicht nur Redakteur oder Moderator, sondern konntest im Radio auch mal selber auflegen, ne? Selbstverständlich, es ist Reglerschieben, es ist Musik und Musik war schon immer meine größte Leidenschaft. Kannst du mir davon was vorführen? Selbstverständlich. Ja, machen wir das doch. Ja, mit Musik geht alles besser. Mit Musik geht alles besser. Cats on Bricks. Ja. Was ist das denn? Das ist mein Passionsprojekt zusammen mit ein paar Freunden. Ist ein DJ- und Produktionsprojekt. Das heißt, wir legen auf, wir produzieren aber auch Musik selber, wir machen Musik und das alles nur im elektronischen Bereich. Wie hast du dir denn das alles beigebracht, dass du jetzt so einen Track rausbringen kannst oder hier grundsätzlich so ein DJ-Pult ordentlich bedienen kannst? Du, jeder hat Hobbys und wenn ein Hobby Spaß macht, dann kniet man sich rein und irgendwann werden die Knöpfe, die Verlängerung von deinem Körper viel üben, viel machen und die einsammeln Briefmarken. Ich drehe Knöpfe. Viel üben heißt? Jeden Tag sicherlich ein bis den ganzen Tag, eine Stunde bis den ganzen Tag. Das heißt, du stehst jeden Tag hier bei dir im Wohnzimmer an diesem DJ-Pult? Ich stehe so oft, es geht natürlich, sind wir auch ab und zu weg, an DJ-Pult, bin aber auch gerne im Studio unten, produziere. Musik ist sozusagen der Ausgleich zu meinem normalen Leben. Und die ganze Familie darf immer fleißig mithören. Ja, es ist ab und zu. Meine Frau steht auch auf denselben Sounds. Bei meinem Sohn ist es ein bisschen anders. Der ist eher so in der Gangsterschiene unterwegs. Ja. Aber ich lerne ja dann auch vom Hip-Hop-Bereich sehr viel. Ich verstehe. Wo legst du denn auf? Grundsätzlich natürlich da, wo ich gerade bin, in München sehr viel. Aber auch, ich habe einen Pascha in München aufgelegt, ja. Aber sehr, sehr im Wohnzimmer, wie du sagst. Aber so oft es geht auf Ibiza, das Mekka der elektronischen Musik. Da willst du hin, da sind auch alle, die Musik verstehen und da gehöre ich dann auch hin. Das ist ja quasi ein Traum, oder? Das ist ein Traum, ja. Bis auf die Arbeitszeiten. Die ganze Nacht durch speziell, aber man lernt damit auch. Irgendwie. Ja, aber wenn du es ordentlich machst, dann bist du der gefeierte Mann, oder nicht? Ich hätte es lieber, wenn die Menge feiert und die Musik feiert, weil es geht ja nicht um den DJ, der ist letztendlich nur der Dompteur, ja, oder der Plattenaufleger. Es geht ja um die Party an sich. Cats on Bricks, wann kommt's raus? Das Ganze wird im Juni veröffentlicht. Der neueste Track, The Kiss. Seid gespannt.
Bin ich. Aber du hast ja noch einen anderen Ort, wo du es dann produzieren kannst. Selbstverständlich, das Studio. Das Studio. Wollen wir da mal hin? Da gehen wir jetzt hin. Grüß Gott und willkommen zurück. Hier aus dem Keller. Was hat es denn mit dieser Maske hier auf sich? Nun, das ist letztendlich, ich möchte nicht sagen die Verkleidung, sondern das ist das Fashion-Accessoire von Cats on Bricks, wo wir gesagt haben, wir arbeiten mit Masken. Es gibt ja auch einige Musikprojekte, die generell mit Masken arbeiten. Wir sind eins davon und das ist jetzt eine von denen, die wir beim Auflegen auch aufgezogen haben. Und passend auch im Stile dein Hut. Selbstverständlich. Ja, ist alles so ein bisschen Steampunk, heißt das Ganze. Wie im Burning Man, Tomorrowland, was sagt. Das ist alles in solche Festivals, wo wir dann auch hingehören. Und ja, genau, das versuchen wir da eben auch visuell und ein bisschen im Bereich Fashion und Art genauso rüberzubringen wie die Musik. Heißt, mit Hut oder Maske legst du auch auf? Ja. Auch mit der jetzt? Mit der habe ich bereits aufgelegt, ja. Ach was? Ja. Ja, cool. Catman. hier unten produzierst du deine ganzen Tracks und auch andere Sendungen, oder? Hier passiert es tatsächlich, das ist ja zum einen natürlich Büro, aber zum anderen auch Produktionsstudio. Das ist die schöne Geschichte, dass mittlerweile mit Computerprogrammen sehr viel möglich ist. Man hat zwar hier diese Controller überall noch, also was Haptisches, was man angreifen kann, auch ein Keyboard, was da ist, aber letztendlich bedient man damit nur noch ein Computerprogramm. Und somit ja, ist ein Tonstudio, was früher ein ganzes Gebäude war, mittlerweile in Laptop-Größe zusammengeschrumpft. Macht sehr viel möglich, gibt sehr viele Möglichkeiten und wahnsinnig viel Spielerei und Spaß. Woran arbeitest du jetzt gerade hier? Gerade arbeite ich an dem Feintuning von unserem nächsten Song, We Kiss, arbeite an einer Show. Also hier sieht man auch die verschiedenen Elemente in einer Show. Also das ist alles ja, Audio nur in dem Fall. Radioshow. Radioshow, ja, zusammengesetzt. Und das entsteht hier alles unten. Hier habe ich meine Ruhe, hier kann ich schön laut machen und fühle mich wohl. Ohne, dass die ganze Family mithören muss. Nein, die habe ich ja, rausgegeben. Die können zwar jederzeit runterkommen, aber die sagen auch, mach das mal da unten. Ja. Ich verstehe. Stichwort, das machst du hier unten. Hier nebenan gibt es noch einen Raum mit ganz viel Wein, weil du ja nochmal eine zusätzliche Berufsausbildung hast, oder? Oder wie? Tatsächlich die Sommelier-Ausbildung, also bin auch von der Industrie- und Handelskammer, IHK, geprüfter Sommelier. Habe auch sehr, sehr viel als Sommelier gearbeitet und ja, hat sowas wie die Briefmarkensammlung, die man auch trinken kann. Ach, die ganzen Weine, die dann hier reifen und dann irgendwann mal gekostet. Jeder hat so seine Geschichte, man räumt sie um, sortiert sie neu, ja, aber man trinkt sie dann auch irgendwann. Ich würde jetzt hier als Laie sagen, Rotwein. Sicherlich richtig. Rotwein fühlt sich da zu Hause, Weißwein, ein Chardonnay passt da auch wunderbar dazu. Groß ist also hier der Burgunderkelch, Burgund, Pinot Noir und Chardonnay. Wenn du jetzt auf deine Karriere zurückblickst, macht das Sommelier-Dasein am meisten Spaß? Am nächsten Tag nicht. Ah, okay, ja gut. Nee, es ist wirklich sehr, sehr kurzweilig, weil du automatisch bei Verkostungen im Laufe des Abends eine sehr frivole Runde hast. Ja, jeder wird dann irgendwann lustig. Und habe auch sehr viele schöne Erlebnisse mit dem Sommelier-Dasein gehabt, gerade über den Lockdown. Gab es hier unten tatsächlich die ganzen Verkostungen, war dann online. Habe zu meiner Frau gesagt, geh mal kurz arbeiten, 3 Pullen unter den Arm, runter und dann im Stadion gesteigert, der Lebensfreude wieder hochgekommen. Das war so mein Lockdown, ja. Das ja. Lebenswert. Kommt mal, ja. Kommt mal über die Runden. Ja. Nicht? Also. Und wenn du sonst so zurückblickst, mal neben dem Wein, worauf bist du ganz besonders stolz? Letztendlich auf meine Familie. Das ist für mich das Allerwichtigste. Ich habe zunächst die Arbeit immer an meinem Leben ausgerichtet, nicht umgekehrt, sondern ich wollte immer, dass die Arbeit zu meinem Leben passt. Dann kam die Familie dazu, habe eine wunderbare Frau, 11-jährigen Sohn, wird jetzt 12 und jeder, der Kinder hat, weiß, was das bedeutet. Also da ist
jeden Tag eine Herausforderung und da zentriere ich auch mein Leben drum. Das ist mir das Wichtigste. Bin stolz auf das, was wir geschaffen haben und auch gemeinsam erleben. Gemeinsam erleben in Sport zum Beispiel? Sport, selbstverständlich, sind alle sehr sportlich, aber auch dadurch, dass meine Frau Australierin ist, dass wir jetzt gerade die Verwandtschaft besucht haben, was natürlich für meinen Sohn auch ein Irrsinnserlebnis ist. Also ja, wer kommt in dem Alter schon mal nach Australien und dann wirklich nach Australien? Also das war wirklich Aussie, Aussie, Aussie dort unten. Mhm. Und ist wunderbar. Wo möchtest du noch hin in deiner Karriere? Meinst du jetzt örtlich oder vom Ziel? Gibt es irgendwelche Ziele, egal ob örtlich oder in der Aufgabe? Ich glaube, dass ich von der Location jetzt mal meinen Zuhause hier in München und Österreich, wir wechseln ja sehr viel, gefunden habe. Da fühle ich mich am wohlsten. Sehr viel gesehen auf der Welt, aber da gehöre ich wirklich hin. Was die drei Berufszweige angeht, sage ich, möchte ich mir den Wein erhalten, möglichst lang so jung bleiben, dass ich im Fernsehen auch weiter benötigt werde. Und in der Musik möchte ich auf die Bühne, wo vor mir das Publikum steht, das versteht, was ich gerade da mache und das auch schätzt. Und gibt es noch irgendeinen Traum, wo du sagst, Mensch, das würde ich gerne noch machen? Tomorrowland. Tomorrowland ist das Nonplusultra, das ist ein Festival, das ist in Belgien. 300.000 Leute sind da vor Ort, die größte Bühne der Welt. Das muss Wahnsinn sein. Also dort mal aufzulegen, das sich anzuschauen, ja, kann man sich im Internet mal anschauen. Tomorrowland, kommen sofort die Bilder. Das wäre so ein Lebenstraum, wo ich sage, da möchte ich hin. Und hast du schon einen Plan, wie du das machst? Hier. Ja. Musik, Musik, Musik. Ja. Gute Musik setzt sich irgendwann durch. Und, dann den Finger heben. Ja, dann den Finger heben und sagen, und wenn du die Chance hast, du Main Act ist gerade ausgefallen, dann bin ich garantiert am Start. Dann bist du garantiert am Start. Dafür wünsche ich dir ganz, ganz, ganz viel Erfolg, ja, und drück die Daumen, dass das funktioniert. Und vielen Dank dir für deine Zeit. Dankeschön. Dann trinken wir jetzt noch einen Wein. Ach, das ist mal ein Riesenthema, oder? Ja, ja, dann komme ich auch frohen Mutes in der Redaktion wieder an. Das machen wir. Prost. Prost. Weinsommelier muss man werden.